Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Get in Your Horizon. Ja, wir sind wieder im Dungeon. Ich habe mir meinen Prophet mitgenommen. Ja, Maya, hallo. Guten Tag. Ja, ich habe jetzt ein paar Steine ausgerüstet, das heißt, ich kann verrecken. Da habe ich gesagt, irgendwann nimmt einer halt auch in diesem Spiel das, Alter, das hat gerade ausgeguckt, als wäre das total rot, als wäre das Blattmond. Nee, ist kein Blattmond, ist einfach nur Clay. Ja, das heißt, ich kann jetzt ein bisschen verrecken. Das heißt, ich versuche jetzt so schnell wie möglich an den Dungeon ranzukommen, dass ich die Steine lege. Dann kann er sozusagen über seine Fernkampfwaffe die Viecher ausknallen. Und wenn man dann einigermaßen den... Hast du Fackeln dabei? Ich habe genau 13 Stück einstecken. Gib mir mal 5. Danke. Dass ich dann sozusagen den Dungeon ausschalte und wenn der Dungeon dann halt aus ist, dass er mit dem Builders Wand halt ja sozusagen sofort wieder die die Sachen zumachen kann und dass ich dann an mein Grab rankomme, dass mir dann ja viel Spaß und weitermachen können und die Geräusche einfach ignorieren. Vor allem, seit neuestem weiß ich, dass die Dungeons jetzt auch da oben sind. Ja, also, wir müssen mal dahinter. Und pass auf, da sind auch Angelfuzzis unten. Nicht, dass du jetzt mir auch verreckst, ne? Das brauchen wir nicht. Reicht, dass ich drauf gegangen bin. Du sagst Angel und ich werde geangelt, genau. Ja, die sollen mich angeln. Wie gesagt, das Wichtigste ist. Hallo Kumpel, tschüss Kumpel. Ich frag mich gerade. Haben die sich gerade selber abgeschossen? Nö. Achso. Probieren wir die brennen Viecher zum Erwischen. Ich hab gerade ganz böses Mojo. Ich hoffe, ne, dass die nicht mein Grab platt gemacht haben beim ersten Mal, weil dann sind meine ganzen Sachen weg, ne? Dann krieg ich Krise. Kannst du Picke? Ich habe keine Picke, ich habe einen Hammer. Den habe ich euch gerade weggeräumt. Moment. Das wäre natürlich jetzt total übel, wenn die jetzt mal mein Grab weggesprengt hätten. Aber ich glaube, das ist das Graben von Open Blocks und dann kann ich die Sachen wieder zurückholen. Brauchst du einen Sterbezeitpunkt? Genau. Den habe ich ja, weil den habe ich mir aufgehoben. Jetzt muss ich hier erstmal komplett dicht machen, weil wir brauchen hier keine Kumpels, die von irgendwo herkommen. Ah, da unten ist aber auch. Ach nee, da unten ist ein Grab und hier oben ist ein Grab. Alles klar, dann weiß ich auch. Dann ist das obere das, wo meine Sachen drin sind. Prophet? Ja. Oh. Ja toll, ein Dark Creeper ist explodiert. Der nimmt natürlich die Fackeln weg. Das ist klasse. So eine Sau. So, wir machen hier mal wieder dicht. Du bist jetzt bestimmt unten gestorben, oder? Bingo. Sehr schön. Also da, wo man nicht sterben soll. Ja, wenn wir irgendwie hinkriegen. Wenn ich jetzt meine Sachen kriege, ich habe gesagt, entweder geht es ganz schnell, dass ich meine Sachen kriege und ja, oder sind zwei Leute traurig. Ja, wir haben es geschafft, zwei Leute traurig zu kriegen. Ja, vor allem den Angel hat man nicht gesehen. Der war schön versteckt. Ja. Das sind ich und diesen komischen Special Mobs. Ach, die finde ich ja noch in Ordnung. Den, wo ich ausgemacht habe, den fand ich am beschissensten.
Der Mensch darum, ist, darum ist er auch aus. Ey, lass mich in Lo. Geh mal schnell mein Rapier holen. Ja, ich habe schon, vorgesagt, dass ich den Rapier sicherheitshalber mal vorher in die Kiste geschmissen habe. Ja, ich habe nur eine Waffe und die ist im Grab. Ja. Das wird gleich lustig, wie man deine Sachen jetzt dann kriegt. Ey! Willst du mich verarschen? Kann aber noch irgendwo noch Fackeln liegen haben. Also von ja, im Assembler laufen gerade welche durch. Ja, perfekt. Na, ich nehme mal 2,6 Meter, sollte hoffentlich reichen. Für das Vorhaben. Ja, wäre jetzt halt mit dem Bild, das wäre schöner gewesen, weil dann hätte man den schnell zubauen können, aber was nicht ist, das ist nicht. Was nur interessant wird, ist, wird es dann deine Sachen zu kriegen. Definitiv. So, ich habe jetzt 2,6 Wackeln einstecken und bin schon im Weg. Oder brauchst du noch, ich muss von da oben vom der Werkstatt. Nee. Das ist meine Muffen, ich aus hier auf. Au! What the fuck, was war das? Was machst du? Nicht was mache ich, was hat der versucht aus mir zu machen? Ein Grillhähnchen? Na, Nachteil ist, wenn man sich eine kleine Fläche baut, danach kann man auch hier Freunde einladen. So. Ich hoffe jetzt gerade, dass das wirklich mein gutes Grab ist. Und nicht mein schlechtes. Weil sonst habe ich ein Problem. Oder? Nein! Nein, nein! Weg, 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 weg! Alter! Ich stehe safe. Fast. Ja, ich nicht. Ich stehe daheim. So, ich komme. Brauche keine Steine. Muss jetzt nur noch wissen, wo ich in welche Richtung. Irgendwann, wenn ich den Weg komplett auswendig weiß, wo ich hinlaufen muss, dann wisst ihr, dass es zu oft passiert ist. Ja. Aber weil ihr ja mal geschrieben habt, ne, ja, mit dem Bogen, ne, oder mit der Armbrust, da bist du total safe. Nö. In diesen Dungeon-Dingern nicht, weil wie gesagt, ich habe ja schon mittlerweile alles dabei. Guten Tag. Tag. Vor einem Ankler bist du nicht gefeit. Ja, das war diesmal Creeper. Und wenn es jetzt ganz blöd gelaufen ist, hat der davon die Fackel so abgeschlagen, dass jetzt hier auch wieder was spawnt. Mach mal die... den Dungeon, dann nehmen wir definitiv safe. Mit Fackeln. Oder gib mir mal gleich ein paar, oder du in die Kiste da, ein paar rein. Oh. Okay. So, diesmal nehme ich aber mal mein Rapier mit. Hat da gerade einer rausgespawnt, ne? Genau in der Zeit, wo ich natürlich... Die können von da oben, glaube ich, auch runter. Von wo?
Dankeschön. Bevor sie mich hier daneben durch welche runtergekommen. Ich war vor allem fast fertig mit dem scheiß Grab. Ich mache jetzt gerade das Grab auf, Sekunde. Ich hoffe, dass alles rausblockt. Ja. Meine Sachen sind da. Perfekt. So, jetzt muss ich nur gucken. Vorsicht, ich muss jetzt schnell ein paar Mal hin und her laufen, damit ich jetzt das ganze Kraffel, was ich jetzt nicht brauche, wegschmeiß. Ja. Auch kein Papier, dass ich meine Sachen wieder kriege. Aber gleich mal ausleuchten. Und vor allem dann wird es witzig, weil dann müssen wir ja seine Sachen kriegen. Das wird viel interessanter. Das ist diesmal. Okay, hier ist ein Creeper-Spawner. Na, das ist mal mies. Ja, und eine Explosionsfalle auch noch drunter. Du meinst den hier, ne? Genau den hier. Ja, durch den bin ich ja auch drauf gegangen. So, auf jeden Fall, jetzt haben wir schon mal die Rüstung. Das ganze Kraffel. Dann brauche ich jetzt meinen Rucksack wieder auf dem Rücken. Dann muss ich natürlich meine coole Brille wieder aufsetzen. So, und dann kann ich jetzt schon mal anfangen, die ganzen Steine hier wegzuhauen. Mir ist halt toll, dass in den Dark Cube einen Creeper-Spawner gibt. Des Willen. Nettes Gimmick. Ja, ich schlage jetzt gar den Dungeon weg. Weil den kann ich ja mit Ender.io wieder, glaube ich, wieder ins Leben zurückrufen, aber hier geht er mir gerade ein wenig auf den Arsch. Aber das Problem ist gerade, ihr seht's, ne, ich habe jetzt gerade mal 30% geschafft. Und das andere Problem ist, ich muss mich ja irgendwie runtergraben und da unten dann ausfackeln. Ah, ich habe 50. Damit wir halt sozusagen die Fläche dann clearen können. Das heißt, ich muss jetzt dann erstmal ein Stückchen weiter hinter. Und wie, hier kommt jetzt gleich was raus. Wobei, er dreht sich nicht schnell. Er muss sich ja schnell drehen, soweit ich weiß, bevor was spawnt. Ja. Er wird schneller und dann spawnt natürlich auch was. Oh, wir haben schon 90%. Dauert nicht lange, so einen scheiß Dungeon abzubauen. Hervorragend. Wir haben ihn geklärt. Mein erster abgebauter Dungeon. Yep. Aber wie gesagt, ich will ja so eine Art Zoo bauen. Und wenn ich den halt dann sozusagen dann fertig habe. Ich hab ein Feuerzeug bekommen. Unbreaking X. Was? Ein nicht kaputtbares Feuerzeug. Das ist cool. Und das stimmt. So, also, ich brauche jetzt meine Steine, meine Fackeln habe ich. Ich habe meine Schwerter. Mein Rapier räume ich wieder in die Kiste hier rein. Sicher ist sicher, ja. Nehme ich sicherheitshalber mal einen Stick mit. Fackeln brauche ich nur ein Stick in der Hand und nicht drei. Quicksand brauchen wir auch ein bisschen. Falls ich, wie gesagt, runterfallen sollte, habe ich wieder hier eine Waffe drin. So, und dann machen wir jetzt aber erstmal alle Xis weg. Und dann hätte ich gesagt, hole ich mir mal wieder meinen Hammer. Ha! Und hier haben wir auch noch Wasser. Wasser finde ich total super. So, das heißt, ich versuche mich dann neben dem Wasser runter zu buddeln.
Weil wenn ich neben dem Wasser runtergehe, dann kann ich das Wasser nämlich sozusagen als Waffe einsetzen. Ja, zum Ersoffen. Nee, zum Wegspülen. Weil man als Spieler gegen das Wasser ankommt, Zombies nicht oder die Viecher nicht. Somit hat man da eine Möglichkeit. So. Muss ich halt aufpassen, wie noch mal was. Problem ist halt, ich habe keine Ahnung, in welche Tiefe das ich runter muss. Test Point 38 Meter, 22 Meter. Na, das haben wir gleich. Death Point liegt auf Höhe 23. 23, dann bin ich ja schon fast unten. Komm jetzt auf. Dann auch im Endeffekt. Okay. 23. So, jetzt darf ich natürlich nicht mit dem Hammer weitermachen. Wäre ein bisschen blöd. Okay, aber da unten ist ja richtig Mut zur Lücke. Schön auswackeln. Alter. Da wollte mir einer was gönnen. Jawohl, ich habe wieder Wither-Effekt und Hunger-Effekt. Klasse. Ich mach gerade mit meinem Bogen. Ist jetzt nicht so, ne, dass das jetzt ein scheiß Bogen ist. 3 Schaden. 3. Es leben die Effekte. Welche Farbe dürfte denn die Spinnen haben, die wo auf die man nicht schießen dürfte? Rotes X. Geh du da mal weg. Auch. Ey, hier ist ja keiner dabei, den musst du mit einem Schuss platt kriegst. Schaden mache ich. 9. Bist du jetzt weg? So. Jetzt mal eine nach vorne. Boah. Ist da halt einfach drüber gelaufen, ne? Ja. Yep. Gott sei Dank kein Treibsand. Jetzt hätte ich gerne den Torch Launcher aus 1.12, glaube ich. Zu 1.12 ist das, glaube ich.
gebe so ein paar Hilfen. Alter. Das Schlimme ist, ich muss aufpassen, dass mich nicht ein Pfeil von dir erwischt. Ja. Hey, ich bin schon wieder fast platt. Wird auf jeden Fall interessant, hier überhaupt raus mal zu kommen. Oh oh! Auf die darf ich nicht schießen. Ne, rote Spinne, keine gute Idee. Aber dafür gibt's ja das kleine Schwert. Ja. Alter! Halt wohl nicht mehr ganz sauber. Problem ist, ich weiß ich halt nicht, was der jetzt alles durch diese Öffnung Vorsicht, da kommt schon wieder einer. Ich merk's. Zieh mich mal schnell zurück. Muss mal schnell was essen. Soll ich eigentlich wieder die Möglichkeit? Vorsicht. Du warst bei mir zwar auf der Seite, ich habe dich trotzdem getroffen. Hurra! So geht's auch. Ja. So. Mein Problem ist halt, ich muss halt versuchen, so schnell wie möglich Bereiche zuzumachen, wo vielleicht was runterfallen könnte, ohne überhaupt die Höhle zu kennen, ob da überhaupt was runterfallen kann. Au, Alter, du stehst doch gerade 3 Kilometer entfernt. Nein! Meine Sachen auch wieder verloren. Auch da unten. Hurra! Ich habe zwar versucht, so viele wie möglich noch zu killen, aber das waren zu viele. Verdammt! Ja, ich sage, wir sind schon 2 Spezies. Ja. Das heißt, ich gehe jetzt mal schnell in die Werkstatt. Ich hole mir noch mal schnell Fackeln. Ja. So, dann geht's wieder nach unten. Vor allem das Gemeine ist, das ist ein Angler, der aus dem Sand hängt. Aha. Ja, das Problem war gerade wieder, dass mich dieser Angler halt gerade wieder reingezogen hat, ne, und ich bin halt nicht mehr weggekommen. Das war jetzt gerade mein Riesenproblem mal wieder. Ja. Und wie gesagt, ich finde die Angler nicht unfair. Ich finde eigentlich von denen, ja, okay. Wobei, da waren jetzt ein paar Kameraden dabei, ne, da hast du schon gemeint, ne. Also, ich mache mit meinem Pfeil mache ich normalerweise 50 Schaden. Wenn du da halt Kameraden hast, ne, auf die du ballerst, wo du nicht mal schaffst, die überhaupt anzukratzen oder 3 Schaden zu machen. Aber da merkt man halt, wir sind gerade auf Level-Ebene 5. Das ist halt ein Unterschied. Ein kleiner. So, ich habe jetzt noch mein Rapier dabei. Jetzt hoffe ich halt, dass ich jetzt nicht gleich wieder verreck. Da unten. Ja, Vorsicht, danke. Schaut dich im Endeffekt genau an, wie du da runter gehst.
Ja, eine Diamant-Axt. Kriege ich die? Sind halt, die laufen da halt einfach durch, ne? Ich sag ja, Angela. Ja, ja. Der Angler ist tot. Der Rest noch nicht. Problem ist, dass hier so viele Spawner drinnen. Ja, wir machen jetzt den anderen Trick. Lass mich raten. Abwärts. Ich kann nichts abwärts machen, weil ich keine Möglichkeit habe. Das sozusagen so zu machen. Scheiße. Ich habe gerade unser kleines Problem festgestellt. Verdammt. Kannst du mal aus der oberen Kiste noch ein paar Steine runterbringen? Ja, bin am Weg. Ich hab noch nicht. Ich versuch's. Der greift oder brauchst du mir? Wir müssen die eine Ecke dazu machen, sofort. Ja, nicht, dass der von hinten kommt. Ja, ich nehme alles ab. Alles mit, was ich hab. Ey, es brauchen. So viele brauchen es nicht sein. Nee, aber weißt du, was wir jetzt dann gleich machen? Wir nehmen uns mal einen Eimer. Ne, nicht hier. Hier hinten. Wir nehmen uns jetzt einen Eimer Wasser dann. Und schütten hier mal Wasser rein, dass die schon mal sozusagen von unseren Gräbern weggetrieben werden. Weil eigentlich die ganze Zeit nicht mal. Ja, okay, ich habe immer gesagt, ne, ich tue mein Papier zu wenig leveln. Das Problem habe ich jetzt nicht mehr. Aua. Ich kann schon mal den Hut aufsetzen. Oh, Vorsicht! Schön im Eck stehen. Haha. Tschüss. Ich hoffe nur, dass da kein Explosionsfuzzi durchkommt. Mein Rapier ist jetzt auch gleich durch. Aua. Okay. So, also ich gehe jetzt erstmal wieder nach Hause. Ja, steht. Und ich weiß, aber das ist mir jetzt egal. Wie gesagt, wir wollen ja irgendwann weiterkommen. Ja. So, das heißt jetzt für mich, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal schnell einen Eimer Wasser holen. Ich habe zwar jetzt dann das Problem, dass wenn jetzt dann da Wasser ausgeschüttet wurde, dass ich meine Fackeln sozusagen verliere, die auf dem Boden stehen. Müssen wir halt die Fackeln an die Seite machen, beziehungsweise dann an den Spawner klatschen. Ja. Aber wie gesagt, dadurch, dass das ziemlich alles nach unten geht, könnte es sein, dass wir ganz schnell an unsere Gräber rankommen. Und wenn ich an meinem Grab dran bin, dann wird da eine Mauer hochgezogen. Dann werden die ganzen Sachen sozusagen geholt. Und dann erstmal der Dungeon wieder verlassen. Weil das ist mir momentan, also da brauche ich definitiv eine vernünftige Nanorüstung für das Level 5.
zu schwer. Ich könnte mir jetzt... Ja, nee, wir haben hier keine Marshmallows. Im anderen hätte man einen Marshmallow gehabt, da hätte ich jetzt einfach den Marshmallow gefressen und wäre da reingegangen. Da hätte ich den Dungeon geklärt. Alleine. Blind. So. Aber wir brauchen meine Sachen. Jetzt gehe ich erstmal was Vernünftiges essen. Dann brauche ich mal schnell Bronze. Ich muss mein Bronze-Rapier mal schnell reparieren. So. Bronze-Rapier ist durch. Das heißt, ich baue jetzt noch einen Eimer. Ich hoffe, dass ich da draußen einen habe. Korrekt, habe ich. Ich nehme mal zwei Eimer mit. Ich habe da nämlich noch eine kleine Idee. Ich weiß ja, dass ich am Anfang, wo die Jungs, wo wir den Server gewechselt haben, haben wir noch ein paar Handschuhe übrig gehabt. Die nehme ich jetzt mit. Das heißt, ich habe ihn jetzt gleich feuerfest. So. Dann habe ich jetzt hier irgendwo noch einen Tank mit Wasser. Der müsste irgendwo hier rumfliegen, glaube ich. Ja. Water. So, das heißt, ich habe jetzt einen Eimer Wasser dabei. Und. Einen zu nah. Ich habe hier Lava. So, das heißt, wir tippen uns jetzt wieder in die obere Schicht des Dungeons. Das heißt Feuer mit Feuer. Ja, ich bekämpfe jetzt Feuer mit Feuer. Nein, das war der falsche. Das ist auch der falsche. Da muss ich da lang. Genau. Da, wo die Erze sind. Die nächste Ebene ist da, wo der Teppich ist. Und die übernächste Ebene ist, ja, da habe ich mir meine eigene Treppe gebastelt. So, habe ich jetzt eigentlich noch eine, nee, die hat Prophet, genau. Ich habe 2 Sticks einstecken und der Rest ist vorne bei der Kiste. Falsches, falscher Dungeon. Schlimm ist, wenn man sich mittlerweile auskennt, wo man hinterlaufen muss, ist noch viel schlimmer. Mhm. Da weiß man ganz genau, dass man den Weg zu oft gelaufen ist. Ja, das zweite Zuhause. Ja. Ja, natürlich. Tough Spider. Ja. Weg hier. Ganz toll. Ganz toll. Also wie gesagt, die Folge machen wir noch so lang. Noch 2, 3 Versuche. Könnte auch 50 Minuten lang werden, die Folge. Wenn nicht, ja, muss ich mal. Müssen wir uns eventuell noch 2 weitere Crossbows bauen und dann da rein zu marschieren, weil wir möchten ja natürlich auch mit Technik weitermachen. Bei 2, 3 Folgen finde ich es ja ganz witzig, dass man an einem Dungeon ist. Aber danach geht es mir auf den Keks. Und wir wollen ja auch noch was anders machen, außer nur, wie verrecke ich im Dungeon spielen. Weil dann will ich so ein Dungeon Pack spielen und nicht GT. Aber das Schöne ist bei GT, man kann das halt noch nebenbei auch noch machen. Ich könnte jetzt mit dem Bogen auf die einschlagen oder mit dem Holzschwert. Ein ganz großes Kino. Unten ist gleich auf die gemacht.
Du hast zugemacht. Ja, eine Reifte. Ich hab mal eine blöde Frage. Meine Picke ist draußen. Wie kommen wir hier raus? Generell Problem. Dauert zwar länger als eine Picke, aber geht trotzdem. Auch mal mit. Bald haut sich's besser. So, da drüben ist noch. Ja, das Schlimme ist jetzt halt. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal die Lava halt dort stehen. Die ganzen Eimer. Das heißt, kommt die Lava weg und das Wasser hin. Aber da oben haben wir zum Beispiel schon mal einen Kumpel stehen. Ich hab's gesehen. So, jetzt muss ich nur schnell nach oben. Aber wenn ich mit dem Schwert... Oh! So mag ich das. Bleib mal da stehen. Danke. Muss ich wieder meinen Eimer in die Hand nehmen. Ich hoffe ja gerade, dass da keiner mehr jetzt spawnen kann. So, das heißt, ich schlage jetzt für dich, wir schlagen jetzt mal hier die Wand weg. Dass du mal rausrennen kannst, dass du mal versuchst, auf der anderen Seite drüben Mauer zu setzen. Oder Steine zu setzen, dass da keiner mehr, aua, zu uns durchkommt. Das lasse ich bei dir. Gut. Ich kann dir nicht viel helfen, weil ich mit dem Lava-Eimer schlagen müsste. Ja, keine gute Idee, ich weiß. Hinter dir ist eine Spinne. War eine Spinne. Kills by Magic, juhu. Ah, ich habe jetzt gerade irgendwie das, die Befürchtung, dass wenn ich jetzt das Wasser wegmache. Hast du den Spaß? Für solche Härtefälle hätte ich gerne ein eigenes Schwert. Kannst du ja, mein Schwert. Wie gesagt, ein Rapier habe ich ja, aber. Jetzt haben wir halt so eine schöne Spinne. Die man schon mit einem normalen Schwert ziemlich schwer tot kriegt. Naja, aber. Nee, aber versuche ich auf Kosmos. Du könntest mal noch ein paar Pfeile aus dem Lager mitbringen. Wird gleich gemacht. Ich habe jetzt noch 3 Pfeile, also 3 Vanilla-Pfeile dabei. Lustig, achso, nee, das war jetzt der letzte. Ja, alles klar. Nee, ich bin jetzt halt tot, ne, weil die haben mich halt komplett eingesponnen. Oben und unten. Ja, sehr schön. Sehr toll. Ja, der Vorteil ist jetzt dann halt, beim nächsten Mal haben wir jetzt auf jeden Fall dann 2 Crossbows und vielleicht noch ein weiteres größeres Schwert. Aber das müssen wir jetzt natürlich vorbereiten, weil das dauert richtig. Dann werden wir unsere Sachen wiederholen. Scheint es bis dahin auch unser Sebo da. Der hat ja noch das Original. Equipment. Und dann machen wir auch beim nächsten Mal wieder mit Technik weiter. Weil, wie gesagt, 2 Folgen sterben
Der Spaß war bei eurer Seite und beim nächsten Mal machen wir wieder Technik. Ja, weil sonst finde ich es langweilig. So, ja, dann gibt es nur noch zu sagen, wenn euch die Folge das Sterben gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Anregungen habt oder Tipps, wie man sowas machen kann, dann schreibt es mir in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.